Die Ereignisse, die ich im Folgenden beschreiben will, waren einfach zu ungeheuerlich und schockierend, um gedruckt zu werden. Und das sind sie noch immer. Es ist keine Übertreibung, wenn ich behaupte, dass sie das ganze Gefüge unserer Gesellschaft zerreißen könnten, wenn sie veröffentlicht würden. Und das ist, besonders in Zeiten des Krieges, ein Risiko, das ich nicht eingehen darf. Wir schreiben das Jahr 1890. Sherlock Holmes sitzt zusammen mit seinem besten Freund Dr. Watson in der Baker Street 221b, als sie spät abends noch einen Besucher empfangen. Und dieser Besucher ist Mr. Casters, seines Zeichens Galerist und Kunstsammler. Mr. Casters fühlt sich verfolgt und beobachtet von einem Mann, der ihm angeblich aus Amerika gefolgt ist, denn dort hatte Mr. Casters vor einiger Zeit beruflich zu tun. Als aber dort nach einem Zugüberfall mehrere wertvolle Gemälde zerstört worden sind, beschließt Mr. Casters kurzerhand ein Lösegeld auf die Täter auszusetzen und dies hat zur Folge, dass die Täter tatsächlich gefunden werden und auch getötet werden. Sie werden alle getötet, bis auf einen. Und nun lebt Mr. Casters in der Angst und hat den Verdacht, dass dieser Mann ihn verfolgt und Rache an ihn nehmen wird. Als er einige Zeit später tatsächlich bei den Casters eingebrochen wird, nimmt Sherlock Holmes die Verfolgung auf, beziehungsweise die Spur auf und seine Ermittlungen führen ihn auf ein geheimnisvolles weißes Band und eine Organisation, so denkt er jedenfalls, dass es eine Organisation ist mit dem Namen House of Silk. Dass die Ermittlungen in diese Richtung und allein die Erwähnung des Namens House of Silk ihn in große Gefahr bringen würden, ahnt er zu diesem Zeitpunkt allerdings noch nicht. Das Buch, von dem die Rede ist, ist dieses hier. Der neue Sherlock Holmes Roman Das Geheimnis des Weißen Bandes von Anthony Horowitz. Erschienen ist das Ganze im Insel Verlag, beziehungsweise wird erscheinen, denn dieses Buch wird erst am 12.12.2011 erscheinen und kostet dann 19,95 €. Ich habe es nur, weil es ein Gewinnspiel gab auf der Facebook-Seite zum Der Geheimnis des Weißen Bandes und dort konnte man das schon vorab gewinnen und ich habe tatsächlich gewonnen, das wurde mir zugeschickt und ich habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, das lesen zu dürfen. Ich war schon ganz hibbelig und war schon voller Vorfreude und als ich dann bekommen habe, war das erste Highlight schon das Cover bzw. der gesamte Einband. Denn die Buchstaben sind so zurückgesetzt, so einperforiert und das Cover an sich ist, also beziehungsweise der Einband an sich ist so leinartig an. Das heißt, das fässt sich auch noch besonders an und ich war hin und weg, als ich es in den Händen hatte. Und nach den ersten Seiten, als ich sie gelesen hatte, war sofort klar, ich liebe dieses Buch. Ich habe früher schon die ganzen Sherlock Holmes Romane gelesen von The Arthur Conan Doyle. Und mir war bewusst, es wird ganz schön schwierig, wenn man so eine Applikation auf einen so großen Autor und auf einen so großen Meisterdetektiv auf so große Geschichten schreiben will, dann muss das wirklich gut sein, sonst überzeugt es die Leser nicht. Aber mich hat es ab der ersten Seite total überzeugt. Anthony Horowitz schreibt oder beziehungsweise sagt selbst, er ist großer Sherlock Holmes-Fan. Er hat alles gelesen und das Buch selbst soll eine Hommage an den großen Autor Sir Arthur Conan Doyle und an den größten Meisterdetektiv aller Zeiten, Sherlock Holmes, sein. Und ich finde, das ist auch wirklich geworden und es ist wirklich das Geld wert und die Mühe wert und die Zeit wert, es zu lesen. Wie schon gesagt, nach den ersten Seiten war ich begeistert. Es ist genau so, wie Sir Arthur Conan Doyle es geschrieben hätte. Man fühlt sich sofort hineinversetzt in die, als wenn es eine einfach nur anschließen würde an all die anderen Geschichten. Anthony Horowitz hat es geschafft, mit seinem Schreibstil und mit seiner Schreibweise wirklich das aufzufassen, wie Sir Arthur Conan Doyle früher geschrieben hat, sodass sich auch an dem Lesegefühl nichts verändert. Und das finde ich sehr gut. Was auch gut ist, dass er auch die Charaktere so eins zu eins übernommen hat, dass er wirklich sehr schön dargestellt hat, die Wesenszüge der Einzelnen, natürlich ganz besonders Sherlock Holmes. Aber auch Dr. Watson und all die anderen Figuren, die man auch in anderen Romanen finden kann. Und deswegen ist es sehr schön, man fühlt sich einfach heimisch, es zu lesen. Und auch die Geschichte, denn das Faszinierendste für mich immer war, wie Sherlock Holmes denkt, beziehungsweise seine Schlussfolgerung, wie er die zieht, dass er aus einfachen, profanen, augenscheinlich profanen Dingen wirklich Schlüsse ziehen kann, die jeder Normale niemals sehen würde. Oder dass er aus Verhalten und der Psychologie eines Menschen sehen kann, was diesen bewegt und was für Geheimnisse er vielleicht auch hat. Und auch das ist wieder gut dargestellt und das Geheimnis des Weißen Bandes habe ich noch nicht ganz erschlossen, aber in den nächsten 50 Seiten werde ich das Geheimnis doch wohl erfahren und ich freue mich auch schon sehr, das Ende zu lesen und für mich ist dieses Buch, die Geschichte an sich, Sherlock Holmes an sich, wirklich der Lesetipp wert und ich sage euch, dass dieses Buch, der Buchtipp
für mich des Monats Dezember wird.